Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Grünschatten und zwar hier unten. Ja, ich sag mal ein bisschen westlich von der Felsbaumzuflucht, beziehungsweise nordöstlich vom Schattennebelmoor. Und ich denke, dass das hier mit diesem Teil auch zu tun hat, weil es heißt Nebel und Schatten, was wir jetzt machen möchten. Genau, da ist er. Ich wollte gerade sagen, irgendwo an der Nähe der Brücke muss der Typ sein. Hallo. Kehrt um. Dieser Weg bedeutet schlechte Omen. Selbst die Luft hat sich gegen die Bewohner Langhafens gewendet. Was meint ihr damit? Das Moor war schon immer ein wilder Ort, der von dichtem Nebel überzogen ist. Aber für uns, die es ihr ganzes Leben lang kennen, ist es unser Zuhause. Doch jetzt verschwinden Leute im Nebel. Wir finden später ihre Leichen, zerfetzt und blutleer. Ah, verstehe. Was glaubt ihr, was die Ursachen ist? Nur leichtfertige Neugier verführt jemanden dazu, nach der Ursache von derlei Dingen zu suchen. Ich ziehe die Unwissenheit und ein langes, glückliches Leben in Marbruck oder Waldheim vor. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, dann könnt ihr mit Bredouin sprechen. Er ist in seiner Hütte in der Stadt. Er bleibt hier, der Trottel. Ich werde mit Bredouin reden. So, seine Hütte in der Stadt. Das ist wahrscheinlich die da oben, nehme ich mal an. Und ich denke, ich kann mir auch schon gut vorstellen, worum es hier geht, weil die Magier von der Magiergilde in der letzten Folge, die sind ja auch von, ja, Werfledermäusen angegriffen worden. Hallöchen. Willkommen in Langhafen. Vor all dem Ärger mit dem Nebel war dies ein lebhafterer Ort. Aber das darf keine Entschuldigung für schlechte Gastfreundschaft sein. Ärger mit dem Nebel? Es begann vor ein paar Wochen, als der Nebel sich veränderte. Er nahm eine kränkliche Farbe an. Was ist geschehen? Ich weiß bloß, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Jäger, die einfach ihre Bögen fallen lassen und unbewaffnet ins Moor wandern, als wären sie verhext. Und später tauchen dann ihre Leichen auf. Oder zumindest das, was von ihnen noch übrig ist. Ich kann es mir nicht erklären. Außer... Außer was? Ein Wanderer, ganz wie ihr, ein mürrischer Dunmeergesell, kam hier durch. Er kaufte Vorräte und ist schnurstracks ins Moor aufgebrochen, trotz all meiner Warnungen. Schien so, als hätte er etwas gewusst. Wenn ihr euch diese ganze Sache zusammenreimen wollt, solltet ihr damit anfangen, diesen Dunmeer zu finden. Seid ihr selbst dort draußen gewesen? Nein, nur die Jäger. Ich kümmere mich um die Angelegenheiten des Clans und den Unterhalt des Dorfs. Bevor das Altmeri-Dominion gebildet wurde, war das noch leichter. In Valenwald geht ein Wandel vonstatten und seine Bewohner sind davon nicht ausgenommen. Die nötigen Anpassungen fressen fast meine gesamte Zeit. Könnt ihr mir mehr über diesen Dunmeer-Besuch erzählen? Er war genauso schnell wieder fort, wie er kam. Er war für eine Schlacht gerüstet, aber das ist für Abenteurer ja nichts Ungewöhnliches. Doch er stiefelte davon, als würde er sein Ziel genau kennen und sich durch nichts davon abbringen lassen. Oder als wäre er hypnotisiert vielleicht. Ist jemals jemand wiedergekommen, der in den Nebel gegangen ist? Sonderbarerweise sogar mehrere. Sie alle berichteten von einem merkwürdigen Gefühl, das sie vorher noch nicht hatten, und von einem deutlichen Zuwachs an feindseligen Bestien in diesem Gebiet. Aber ansonsten kehrten sie unbeschadet zurück. Falls dies eine Art Zauber ist, sind manche vielleicht besser dagegen gefeit als andere. Das könnte natürlich sein. Hallo? Übrigens, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich wieder so extremst quietschig klinge, aber... Ja, ich habe halt das Pech, dass ich immer noch krank bin. Mittlerweile weiß ich allerdings, es ist ein Virusinfekt. Das heißt, es könnte noch ein bisschen länger dauern. Deswegen, da ich jetzt hier nicht das komplette Loch haben will, irgendwie von 2 Wochen oder so, wo dann gar nichts mehr hochgeladen wird, muss ich mir halt jetzt leider alle damit vorlieb nehmen, dass ich nicht so klinge, wie ich sonst immer klinge. Und hier, da. Guten Tag. Ach, dich kenne ich doch. In Fahrt.
Ich muss meine Gebete beenden und meinen Geist reinigen, bevor ich mich meinen Feinden im Kampf stellen kann. Was macht ihr hier draußen? Ich setze meiner Beute schon viele Nächte nach. Ein heidnischer Vampir, der schon bald vom Antlitz dieser Welt getilgt sein wird. Ich dachte, er wäre allein. Aber wo ich nun diesen Ort hier sehe, schätze ich, dass irgendwo in der Nähe ein ganzes Nest versteckt sein muss. Er wird es noch bereuen, mich zu seinem Nest geführt zu haben. Könnte das diesen seltsamen Nebel erklären? Ich jage sie schon mein ganzes Leben und bin trotzdem noch nie auf eine Magie wie diese gestoßen. Ich spüre ihre Hand darin. Ich spüre, wie sie mit jedem meiner Schritte meine Entschlusskraft auf die Probe stellt. Doch ich werde nicht wanken. Ich werde mich diesen Kreaturen stellen und nichts als Asche von ihnen übrig lassen. Lasst mich euch begleiten. Keine Angst? Tapferkeit oder törichte Unerfahrenheit? Ich kann niemandem trauen, der jederzeit in einen Schergen des Bösen verwandelt werden könnte. Beweist mir, dass ihr den nötigen Willen habt, dieser üblen Magie zu widerstehen. Trefft mich bei dem Nest auf dem Hügel östlich von hier. Dann werde ich es in Erwägung ziehen. Ich nenne es einfach mal törichte Tapferkeit, aber wir treffen uns beim Nest. Und nun beginnt meine Arbeit. Ich dachte, er zeigt mir zumindest, wo das ist. Na gut, dann muss ich halt wieder alleine dahin. Sieht allerdings fast so aus, als ob das das Nest wäre, wo wir gestern schon waren. Mal schauen. Ja, das ist das Gleiche. Die Schattennebel-Enklave. Wo ist er denn? Da. Also habt ihr es durch den Nebel geschafft? Euer Wille ist stärker, als ich gedacht hätte. Ich bin ein bisschen abgelenkt von dem Typen hier unten links. Wer ist das denn jetzt? Wer ist das? Vampirabschaum. Er hat kaum Widerstand geleistet, bevor er auf die Knie fiel und um das bettelte, was er sein Leben nennt. Mit einer solchen Schwäche hatte ich nicht gerechnet. Wenn ihr so nett wärt, zur Seite zu treten, würde ich ihm jetzt gerne den Garaus machen. Ist das der Vampir, den er gejagt hat? Nein, dieses erbärmliche Geschöpf ist kaum einen Streich meiner Klinge wert. Der, den ich hierher verfolgt habe, wird Fenir genannt. Ein weitaus imposanterer Gegner als diese Made. So viel kann ich euch versichern. Wir treffen ihn noch früh genug. Er und sein ganzer Zirkel werden sterben. Reicht das denn nicht, wenn man nur ihn tötet? Ich meine, die einen sagen, es reicht, die anderen sagen, es reicht nicht. Er könnte Informationen haben, die wir brauchen. Lasst mich zuerst mit ihm sprechen. Wie ihr wünscht. Seine Existenz wird so oder so in wenigen Augenblicken enden. Doch seid auf der Hut. Ein Vampir versucht immer, andere mit seinen Worten zu beeinflussen und zu täuschen. Hört nicht auf ihn, was immer er auch sagt. Okay. Wenn er sagt, ich sehe gut aus, darf ich auch nicht drauf hören, ja? Ihr müsst Gnade zeigen. Der Dunkelelf will nicht hören. Aber ihr, oder? Wir waren anders. Ich wollte das nicht. Was meint ihr? Wir sind unter uns geblieben. Wir haben den Lebenden nicht nachgestellt. Diese Bestien, die Reifzecken, haben sich mit dem Blut der Jäger vollgesaugt. Wir haben uns von ihnen genährt. Wir haben niemanden getötet. Es war ein Weg im Einklang mit der Natur, bis er kam. Er? Der Verschleierte. Ein Altmeer, glaube ich. Wollte ein Bündnis. Versprach uns Macht. Sagte, wir bräuchten uns nicht mehr zu verstecken. Andere aus meinem Clan waren seiner Meinung. Er hat sie ein Ritual gelehrt, bei dem der Schädel eines uralten Vampirs zum Einsatz kommt. Meinte, dass sie damit unzählige Schergen erschaffen könnten. Sagt mir, wie ich dieser Magie Einhalt gebieten kann. Der Schädel ruht hinten in dieser Höhle. Sein Fluch drängt den Nebel überall um uns herum. Zerstört den Schädel und die Magie wird mit ihm vergehen. Ich habe das alles nie gewollt. Verschont mich und ich ziehe die anderen auf meine Seite. Wir können euch noch nützlich sein. Das denke ich auch. Weil ich bin ja mal ganz ehrlich, wir sind ja in Kluftspitz auch gewesen und da haben wir so oft mit Vampiren zusammengearbeitet.
Was Faenia, nee, war Faenia unter denen, die das Angebot des Verschleierten angenommen haben? Ja, er war neben Atreidal und Latriel der lauteste unter den Befürwortern. Ich sah sie oft mit dem Verschleierten sprechen. Sie haben nie auf mich gehört. Ihr werdet an ihnen vorbei müssen, wenn ihr den Schädel erreichen wollt. Und jetzt lasst mich bitte gehen. So, Mel, tut mir leid, aber ich habe schon sehr positive Erfahrungen gemacht mit Vampiren. Seid ihr mit eurer kleinen Plauderei fertig? Ich werde ihm jetzt seinen Kopf abschlagen und uns von seinem unerträglichen Gejammer befreien. Ach, ich bin gerade am Überlegen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, woher ich ihn kenne. Und ich glaube, da hat er auch Jagd auf die Vampire gemacht. Kann das sein, dass er in der Goldküste gewesen ist, in diesem einen Verlies, wo die Wölfe vorstehen, ein bisschen oberhalb von Anvil, weil da war nämlich auch so eine Vampirsache und da haben wir irgendeinen getroffen und ich meine, das wäre er gewesen und mussten dann auch irgend so einen Vampirfürsten töten. Ich meine, er ist das, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Er war sehr mitteilsam und mit seinen Informationen. Er könnte uns noch etwas nützen. Es könnte uns noch etwas nützen, ihm leben zu lassen. Hatte ich euch denn nicht genau davor gewarnt, dass sich seine verderbten Worte in euren Gedanken festfressen würden? So etwas wie einen guten Vampir gibt es nicht. Falsch. Nur Vampire, die noch nicht der Versuchung erlegen sind. Unsere Ziele hier sind die gleichen. Würdet ihr sie wegen dieses Abschaums hier einfach vergessen? Das ist falsch, weil wir haben ja sogar mit einem Vampir, also mit mehreren Vampiren, glaube ich, mittlerweile zusammengearbeitet. Die haben sehr oft Versuchungen erlitten und sie auch sehr oft widerstanden. Wobei einer ist ja dann gestorben, glaube ich, und ist dann ja im Reich wieder aufgetaucht. Ne? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Es bringt uns nichts, ihn jetzt zu töten. Lasst ihn in Ruhe oder ihr müsst euch mit mir anlegen, wenn ihr ihm ein Leid antun wollt. Ich kann mich euch nicht widersetzen. Ich töte keine Lebenden, nur Tote. Ab mit euch, kleiner Wurm, aber nur eine kurze Atempause. Ich werde euch und die Euren finden. Oh, ich danke euch. Die anderen, die sich Faenir widersetzt haben, sind schon geflohen. Abschaum. Jetzt schnell zu Faenir. Meine Klinge verpasst nicht gerne eine Mahlzeit. Okay. Geht voran. Ich werde aus den Schatten heraus zuschlagen. Ja, schlag du mal aus den geflügelte Tiere, Begleiter der Vampire. Oder waren sie einst selbst Bosmer? Dann sind wir uns nicht sicher. Den kann ich. Moment, ja. Nee, ich doch hier rum. Ach, ich darf nicht gleichzeitig laufen und hier auf den Plan gucken. Das ist ein bisschen doof. Hallo, könnt ihr mal aufhören, mich hier aufzusaugen? Finde ich sehr unhöflich, ja? Wieso hat er eigentlich von Donnerkäfern gesprochen, wenn ja alles spinnenverseucht ist in der Gegend? Und da müssen wir... Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Ich bleib wegen euch nicht stehen. Ich muss doch nur den Boss erledigen. Danach kann ich wieder gehen. So. Das war der erste Streich. Ja, der eine ist noch am Hinlaufen, während ich schon wieder am Zurücklaufen. Dann könnt ihr euch mal entscheiden, Leute. Wo sind die anderen eigentlich? Habe ich die jetzt irgendwo am Eingang stehen gelassen? Ah ne, Funke höre ich noch, okay. Rechts, ist es der hier? Der ist es nicht. Also beziehungsweise die drei sind es nicht. Der ist, der muss es sein. Oder die muss es sein. Also der eine davon. So, der ist was ich meine. Oh mein Gott, der Kopf ist Matsche. Vom Virusinfekt, aber Hauptsache. Hauptsache, ich kann noch reimen. Okay. Ihr folgt mir doch sowieso den ganzen Weg, oder? Bin mir nicht sicher. Habe ich den schon gelootet? Ja, du kannst mitkommen.
Einen einzelnen kann ich jetzt hier nicht gebrauchen. So, also hier oben sind wieder Vampire. Jetzt nicht gucken und gleichzeitig laufen. Gehirn einschalten. Das ist nicht das, was ich wollte. Also, das Gehirn einschalten schon. Und jetzt sagt mir nicht, das ist da unten. Sagt mir jetzt nicht. Der ist da unten. Wollt ihr mich denn veräppeln? Herrlich. Nee, das ist der Ausgang, oder? Moment, das will ich jetzt wissen. Was leuchtet denn hier so? Wahrscheinlich etwas, wo wir dann später hin müssen. Ja, aber das ist doch doof. Jetzt bin ich hier die ganze Strecke extra hingelaufen und jetzt war das im Eingang oder wie? Komme ich denn jetzt hier runter, ohne zu sterben? Ich glaube nicht, dass das so die beste Ecke dafür ist. Aber ich glaube auch nicht, dass das die beste Ecke dafür ist. Eieieiei. Oh, Moment, wir versuchen... Boah. Wir versuchen es in der Mitte, genau. Wir versuchen es dann doch mal hier irgendwo vielleicht. Ich weiß es nicht. Hui. Okay. Das klappt. Guten Tag. Sünden wurdet ihr gerichtet. Das gleiche Schicksal erwartet sie alle. Nein, das erwartet sie nicht alle. Was ist mit dir? Du hast doch gerade noch hier gesessen, oder nicht? Als ich hier runter geguckt habe. Wo? Jetzt müssen wir wieder nach oben. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht normal. Nee, Moment, das ist raus. Das ist rein. Oh, ist das euer Ernst hier? Nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch. Ich habe euch ja alle schon gekillt. Das gleiche gilt für die Spinnen. Die Spinnen habe ich nicht alle gekillt. Nur ein paar. Oh, sehr gut, sehr gut. Komm, jetzt halt. Ja, ich dachte, ich werde jetzt wieder ausgesaugt oder so. Aber so geht's auch. Jungs, ich muss nur den gleichen Weg nochmal kurz nehmen, den ich eben schon genommen habe. Ich will euch überhaupt nichts tun. Also, außer euch auszumerzen. Aber sonst will ich euch überhaupt nichts tun. Das war toll! Alter, war das gerade die Funke, die hier neben mir aufgetaucht ist? Ich dachte gerade, hier ist eine Falle explodiert oder sowas. Eine, die ich davor noch nicht gesehen habe. Okay. So. Funke bei Fuß. Wir sind gleich da. Eieiei, ist das hier ein dieser... Jetzt kann ich... Also, ich wusste erklärt, es. Was wir gesehen haben, als wir sie getötet haben. Sie haben sich an den Schädel gebunden. Dunkle Magie fordert oft einen hohen Preis. Darf ich jetzt? Erstmal alles leer machen hier. So. Dann. Hallo? Nein, der ist jetzt nicht... Ja, jetzt ist der Typ einfach gegangen, oder was? Ich meine, dass der andere jetzt die Quest abschließt, okay, ja. Das ist in Ordnung. Alter Schwede, wo kommt ihr denn hier alle her? Gar niemand gebrauchen. Das sowieso. Das haben wir, glaube ich, auf dem Hinweg auch schon mal eingesammelt. So. Dann sage ich ihm, dass jetzt wieder alles sicher ist. Aber was ist mit dem einen? Dieser Idiot geht doch bestimmt auf die Vampire. Und ich habe denen ja versprochen, dass wir den laufen lassen. Obwohl die anderen sind ja alle schon ab. Wo kommst du denn jetzt her?
Und so wurde Langhafen von den schmutzigen Rängen der Untoten befreit. Genießt den Sieg, aber lasst in eurer Wachsamkeit nicht nach. Wir können nicht ahnen, welches Böse unentdeckt unter diesem wilden Land lauert. Wohin geht ihr jetzt? Wenn es so viel zu tun gibt, dann leben wir wahrlich in finsteren Zeiten. Man munkelt, Untote und andere widerwärtige Kreaturen würden den Norden unsicher machen. Ich mache mich auf den Weg dorthin und ziehe dann von da aus weiter. Also von der Karte von Tamriel, bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Aber der Norden könnte eventuell... Ah nee, Moment, das heißt ja das westliche Himmelsrand. Weil da jetzt auch so viel Schnee liegt, habe ich jetzt gedacht. Aber naja, gut. Nee, also vergesst, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich behaupte das Gegenteil. Kann ich euch im Norden helfen? Wir müssen nun unsere eigenen Wege ziehen, wo immer sie auch hinführen. Und wehe denen, die Furcht und Schrecken in die Welt bringen, denn sie sollen unter unseren Füßen zu Asche werden. Ja. Aber denkt immer daran, nicht alle Vampire sind böse. Das habe ich in Kluftspitze gelernt. Das heißt, eigentlich habe ich schon vorher gelernt, glaube ich. Aber in Kluftspitze war es ganz extrem. So, ich bin wieder da. Ihr seid es wieder. Die Jäger sagen, dass der Nebel seinen kränklichen Farbton verloren hat. Habt ihr die Quelle gefunden? Vampire haben den Nebel genutzt, um eure Jäger in Schergen des Bösen zu verwandeln. Vampire? Hier? Mhm. Zum Speien. In unseren eigenen Jagdgründen zur Beute zu werden. Wir werden jetzt besser auf ihresgleichen aufpassen. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sie bis auf den letzten ihrer Art ausgelöscht werden. Nein. Vielen Dank für eure Hilfe. Du bist so ein Vollidiot. Ein Vampir hat mir sogar geholfen. Lass den wenigstens am Leben. Ach, was rede ich hier überhaupt eigentlich? Wir haben einen robusten mittleren Torso erhalten vom Bogen der Waldkönigin, beziehungsweise vom Setbogen der Waldkönigin. Und mehr möchte er jetzt mit uns auch nicht besprechen. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf, also mache ich mich jetzt auf zum nächsten Punkt, zur nächsten Quest. Und für euch heißt das dann leider, vielen Dank fürs Zuschauen, aber wir werden den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!